Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen und wieder ein freundliches Moin Moin von Fehmarn. Heute mit Antje Borgwardt, der ersten Vorsitzenden des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins. Ernst-Ludwig-Kirchner ist einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus im 20. Jahrhundert und hat von 1908 bis 1914 in 4 Sommermonaten bedeutende Bilder auf Fehmarn gemalt. Antje, erzähl uns mal, was hat Kirchner Besonderes für Fehmarn getan? Ich will mal vorne anfangen, aus meiner Sicht. Ich habe ja hier 1980 eine Galerie eröffnet. Dann kamen die ersten Gäste und die Besucher und fragten, wo gibt es denn hier die Kirchner-Bilder zu sehen? Das wussten wir ja überhaupt nicht. Kirchner war überhaupt kein Begriff zu der Zeit. Aber es kamen immer mehr Leute, die fragten, und so habe ich das dann natürlich auch weitergetragen, die Fragen. Und dann haben sich eine Gruppe von Leuten, der spätere Gründer des Vereins, Dr. Reinhardt, angehörte, dann Dr. Schellenmann und seine Frau, dann Uwe Meyer, der war hier Rechtsanwalt, und die sind bis nach Davos gefahren und haben die Spur von Kirchner aufgenommen. Da war man ganz beglückt, jemanden zu treffen, der von der Insel kam, wo Kirchner wohl die schönsten, sag ich immer, Bilder überhaupt gemalt hat. Und diese Gruppe hat dann auch den Verein gegründet. Wir hatten 25-jähriges Jubiläum 2017, ein bisschen rechnen. Also es sind mal bald 30 Jahre, der Verein. Was glaubst du, hat Kirchner, warum hat Kirchner so schöne Bilder hier gemalt? Was hat er hier gesucht und was hat er hier gefunden? Er hat die Natürlichkeit gefunden, er hat die Einsamkeit genossen und er hat die Schlichtheit der Menschen hier genossen. Es war natürlich noch kein Tourismus wie heute. Es waren Bauern und Handwerker und so auf Fehmarn. Eine ganz besondere Verbindung hat er ja zum Leuchtturm nach Staberhoek, auch mit der Familie Lüthmann. Weißt du, wie das entstanden ist? Der ist höchstwahrscheinlich, zuerst ist er gewesen, ist mit dem Schiff gekommen aus Lübeck, mit seiner späteren, geheiratet hat er die nicht, die Erna. Aber die sind im Burgstaaken gelandet und haben das erste Jahr gewohnt in Villa Arthur. Wo Dr. Port Arthur. Genau. Port Arthur, richtig. Das gehörte der Familie Hiss. Die hatten das gebaut für unverheiratete Frauen. Und später hat der Dr. Reinhardt das Haus gekauft und lebt da jetzt noch drin. So viel zu der Geschichte, die ich jetzt so weiß. Ne? Kannst du uns was über das Bild im Hintergrund von uns erzählen? Das ist ja ein wunderschönes Bild. Da er ja die Natürlichkeit gesucht hat, ist er natürlich auch an der Küste entlang gegangen und ist somit auf den Leuchtturm gestoßen und auf die Familie Lüthmann. Dann hat er die nächsten Jahre bei Lüthmanns in Staberhoek gewohnt. Der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein, wie aktiv ist er derzeit auf der Insel? Die Gründer des Vereins, die haben das ja alles zusammengetragen. Und die Stadt hat dem Verein die obere Etage der Stadtbücherei kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir sind also Gäste der Stadt und leider sind wir nicht so viele Mitglieder oder haben nicht so viel Geld, dass wir uns selbst einen Ausstellungsraum gönnen können, aber wir sind natürlich glücklich, dass wir das hier zeigen können. Und ich habe mir natürlich nie träumen lassen, dass ich mal hier die Vorsitzende werden würde, aber Dr. Reinhardt gab aus Gesundheitsgründen und Altersgründen den Posten auf. Dann hat noch Bärbel Neumann, die wir auch viele kennen, das ehrenamtlich übernommen. Wir haben jetzt zurzeit 150 Mitglieder. Und was interessant ist, nochmal angeknüpft an die Geschichte von, als die Fehmaraner nach Davos fuhren und die dortigen Leute glücklich waren, endlich diese Leute mal kennenzulernen und sind hier mit raufgekommen nach Fehmarn und wollten hier ein Museum bauen. Das haben die
Stadtfeder derzeit leider nicht so gesehen und haben gesagt, nö, das seid ihr nicht nötig. Und dann sind die, dann haben die das Museum in Davos gebaut. Und es sind Hunderttausende von Besuchern pro Jahr. Und wie viele Besucher sind aktuell hier, wenn wir kein Corona haben? Oh, das weiß ich natürlich nicht. Ich möchte gerne eigentlich eine Zählmaschine haben, aber hier sind auch Schulkinder, die in der Bücherei versorgt werden. Das stand gerade in der Zeitung. Ja. Und insofern ist das schwierig zu zählen. Schwierig zu zählen, ja. Aber es wird gut angenommen. Schön. Wir finden noch ein paar Bereiche auf der Insel Fehmarn, beziehungsweise wirklich Punkte, wo Ludwig Kirchner auch gemalt hat. Hauptsächlich war das Staberdorf oder gab es auch noch ein Staberhub oder gab es auch noch andere Gegenden? Du siehst ja hier, er ist an den Strand gegangen. Das ist der Hafen Burg Staaken. Das ist die Kirche, die Burger St. Nikolai Kirche. Und dann hat der Verein früher eine Wanderkarte rausgegeben. Und diese Wanderkarte, da sind die Punkte aufgezeichnet, wo Kirchner gemalt hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Interview, Antje. Das ist wirklich klasse. Ich möchte Kultur auf Fehmarn weiterbringen. Das ist mir ein Herzenswunsch, inklusive der Erweiterung unseres Heimatmuseums. Steht auf meiner Agenda drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder mal und herzlichst Ihre Doris Klempner und Antje Borgwald.